Vergnügen, mich selbst anmoderieren zu dürfen. Tim Kappelmann ist mein Name, AIT Systems. Der Name ist erklärungsbedürftig. Die AIT ist, wie der Name es vielleicht so ein bisschen suggeriert, schon eine Ausgründung der Hannover Airport und der Fraport AG. Also wir kommen aus dem Verkehrsflughafengewerbe, wenn man so möchte. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass es im Bereich der Cybersicherheit die eine oder andere Anforderung in dem Bereich gibt, die wir tagtäglich so managen, die wir betreiben, wo wir als Berater unterwegs sind. Nach wie vor in der Hand dieser beiden großen Verkehrsflughäfen. Seit mehr als 10 Jahren sind wir am externen Markt unterwegs und versuchen unsere Security-Expertise genau aus diesem Bereich in den externen Markt zu tragen. Die RIT als Mittelständler mit etwa 250 Mitarbeitern ist mittlerweile in ganz Deutschland irgendwo vertreten. Wir reden hier über das Security Operations Center. Ich bin hier eben so ein bisschen rumgelaufen und habe festgestellt, das SOC ist in aller Munde. Das SOC wird immer wieder promotet und es gibt ganz viele technische, organisatorische und sonstige Lösungen dazu. Ich möchte Sie jetzt in vermutlich noch etwa 14 Minuten in einen Bereich reinbringen, wo ich ein wenig missioniere. Ich möchte Sie aufmerksam machen für das Thema. Bitte durchbrechen Sie diesen Pavlovschen Reflex. SOC ist doch irgendwas mit Security, oder? Also Firewall-Admin, kümmere dich. Das ist der falsche Weg. Auch wenn das in dieser Halle tatsächlich noch relativ weit verbreitet ist. Um Sie in das Thema hineinzuholen, ein SOC, wozu brauche ich das eigentlich? Neil MacDonald, als er das gesagt hat, das ist schon etliche Jahre her, war in der Rolle als Gartner-Chefanalyst unterwegs und hat aus dem Munde von Gartner gesagt, wir werden 2020 nicht mehr in der Lage sein, die Kriminellen draußen zu halten. Das ist, ich bin selber vom Herzen her ein Techniker, ich komme aus der Informatik-Ecke und ich finde das relativ frustrierend, was damals angekündigt wurde. Ich glaube, das Statement kommt aus 2015. Mit der Jahreszahl hat er sich vertan, da hätte auch 2018 stehen können. Neil MacDonald sagt, ihr lieben ITler, hochspezialisiert, hochgerüstet mit euren IT-Security-Budgets, schafft es nicht mehr, ihr habt verloren. Das frustriert mich ein bisschen, das tangiert mich in meinem Ego, muss ich gestehen. Wenn wir das in die normale Welt transferieren, heißt das, ich komme nach Hause, die Tür ist angelehnt, irgendjemand hat meinen Hund gefüttert und ist wieder weg. Hör, was soll's? Muss ich mich halt mit abfinden. Das ist halt ein bisschen befremdlich aus meiner Sicht. Letztlich hat er aber etwas gesagt, was heute durch Fakten hinterlegbar ist. Warum brauchen wir eigentlich ein SOC? Da sind ganz interessante Zahlen dabei. Wir haben auf der einen Seite ganz links Dinge in unserem Netzwerk, in unserer IT, die wir kennen. Known good. Das ist Code, den erwarten wir. Wir haben die Software selbst installiert. Das SAP-System, ich weiß, wie es kommuniziert auf meinem Netz. Das ist definitiv ein Traffic, den ich werten kann. Da brauche ich keine große Rechenpower für. Auf der anderen Seite, das kennen Sie von Ihrem klassischen Virenscanner, gibt es Zeug, das will ich nicht haben. Also genau diese 0-1-Kombination auf der Leitung ist definitiv ein Schadcode, das schmeißen wir weg und da prüfen wir in Echtzeit gegen irgendwie 30.000 Signaturen, die gerade so aktuell sind. Das sind alles so Dinge, die wir kennen. Dummerweise haben wir damit ein riesiges Feld von, ich habe keine Ahnung. Also ein Feld von, könnte gut sein, könnte schlecht sein. Da kann ich mit heuristischen Methoden sehr rechenaufwendig mich immer wieder rannähern. Auch in diesen Hallen gibt es Lösungsanbieter, die über Stichwort Sandboxing da tolle Perimetersicherheitsansätze liefern. Letztlich ist es aber ganz schön absurd, wenn ich mir die beiden Zahlen da oben anschaue. 99,5% des malicious Code, den wir in den Backbones dieser Welt beobachten, sind zugeschnitten auf ein Marktsegment oder sogar eine einzelne Organisation. Das heißt, Crime as a Service, ich gehe auf eine Web-GUI eines interessanten Servers und sage, was will ich denn? Finanzbranche in Deutschland, Abfahrt. Diese Tools, hochautomatisiert, adressieren alle Human Resources, alle Personaler aus dem Finanzwesen in Deutschland. Da brauche ich nur mit einem Roboter über Zing zu laufen und habe diese Kontakte und schicke denen eine gut gemachte, zugeschnittene Mail mit einer Bewerbung.pdf. Natürlich klicken die drauf, das ist deren Job. Da mache ich dem Anwender ja gar keinen Vorwurf. Es ist zielgerichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zum Erfolg führt, so wenn ich jetzt so eine Spearphishing-Attacke aufmache, ist relativ groß. Aber umgekehrt, wenn 99,5% unseres Codes, den wir im Nachhinein als bösartig erkennen, zugeschnitten ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Semantic, mein Trend Micro, wie sie alle heißen, die da in den USA permanent für uns arbeiten, tatsächlich diese 0-1-Kombination schon kennen? Auf der anderen Seite, zweite interessante Zahl, 99% des Schadcodes ist nach 60 Sekunden nicht mehr da, permutiert. Wenn ich 5-mal am Tag meine Antivirensignaturen update, dann wird mir langsam klar, dass meine herkömmlichen Sicherheitsmaßnahmen die Bedrohungslage von 2019 längst nicht mehr adressieren. Also mit diesem kenne ich nicht, ist gut, ist böse, kommen wir nicht mehr weiter. Da sind wir einfach im Jahr 2019 in einer etwas anstrengenden Situation gelandet.
Gartner ist weitergegangen in diesem Report und hat gesagt, ich treffe daraus abgeleitet eine Prognose, die Budgets in unserer IT-Sicherheit, die in Prevention-Technologien gehen, werden sinken. Und das ist logisch. Es macht keinen Sinn, die dritte Firewall-Stufe aufzubauen, den vierten Virenscanner zu beschaffen. Natürlich ist das alles kein rausgeworfenes Geld, aber die Frage ist, ist das noch zielgerichtet eingesetzt? Unsere Security Zoo kostet einen Haufen an Maintenance-Kosten und da mit einer weiteren Firewall-Stufe zu kommen, wäre sicherlich irgendwo am Thema vorbei. Im Gegenzug sagt Gartner, investiert doch bitte das Budget in den Menschen vorm Keyboard. Also in den, der diesen ganzen Krempel orchestrieren muss und irgendwie Gegenmaßnahmen einleiten muss und dem der Anfangsverdacht, hier läuft was schief, irgendwie damit arbeiten muss. Finde ich irgendwie erstmal nachvollziehbar. Unser Weltbild sieht da wie folgt aus. Sie sehen hier im unteren Bereich einen Haufen an, naja, ich nenne es den Zoo. Das alles haben Sie in jeder Organisation in den IT-Landschaften. Mehrstufige Firewall, Schadcode-Scanner, Sandbox, Network Access Control, Anti-Spam. Führen Sie die Liste beliebig fort. Das haben Sie alles. In der Regel auch nicht von einem Hersteller, sondern sehr heterogen. Und wie viele Admins haben Sie? Und wie viele Urlaubsvertretungen? Und was machen Sie, wenn der Mail-Spezialist in der Türkei im Strand liegt? Haben Sie die Möglichkeit, den Service aufrechtzuerhalten? Wenn man das durchdenkt, sind die Betriebskosten, wenn ich diesen Zoo hier aufrechterhalte, enorm hoch. Von den Maintenance-Kosten ganz zu schweigen. Das Teuerste in diesem ganzen Spiel, warum brauche ich einen SOC, ist es eben, weil in den heutigen Attacken jede dieser Stufen beteiligt ist. Die Eintrittsvektoren benutzen in einer sequentiellen Abfolge alles. Spearphishing. Ich habe ein Log auf meinem Mail-Gateway, auf meinem Mail-Server. Dann kommt, startet ein neuer Dienst auf meinem Endpoint. Ein Call-Home wird in der Firewall gelockt und auch hoffentlich geblockt. Aber alles für sich unkritisch. Aber wenn ich die Reihenfolge all dieser Sicherheitssilos mir anschauen würde, würde ich feststellen, kenne ich. Das ist eine Spearphishing-Attacke, völlig klar. Und eben das machen wir mit einer Korrelationsschicht. Einmal die technische Sicht auf ein SOC. Wir brauchen ein SIEM-System hier in der linken Seite und wir brauchen irgendein Verwundbarkeitsmanagement-System, was diese Daten normalisiert, korreliert und mir aufbereitet zur Verfügung stellt. Es macht keinen Sinn, Security-Analysten beim heutigen Arbeitsmarkt zu akquirieren, die vielleicht sogar noch zu Dreischichtsystemen zu überreden. Das ist ein sauteures Vergnügen, diese Leute an Bord zu kriegen und auch im Unternehmen zu halten. Und die dann wiederum mit den ganzen Drehstuhl-Interfaces hier unten zu belästigen. Das ist nicht effizient. Das heißt, Sie müssen die Tool-Vielfalt reduzieren. Sie müssen es schaffen, dass das SOC aus der technischen Perspektive nur noch auf ganz wenige Tools guckt und aufbereitete Daten verarbeitet und analysiert. Also ein SIEM-System finden Sie hier überall in der Halle und ein Verwundbarkeitsmanagementsystem sind sicherlich Pflicht. Schaffen Sie einen hohen Automatisierungsgrad, damit die Aufgabenstellung überhaupt noch zu lösen ist. Kurz in die beiden Kerntools reingeschaut, das SIEM relativ einfach, ich glaube auch bei den meisten mittlerweile bekannt, marktüblich. Ich versuche durch Korrelation von Logs und idealerweise von allen Logs, versuche ich die Zeit bis zur Erkennung zu reduzieren. Es dauert heute in der Finanzbranche durchschnittlich 192 Tage, bis ich einen Schadcode sehe, wie er reingekommen ist. Das heißt, 192 Tage ist mein Angreifer schon im Netz, wieder so eine frustrierende Botschaft. Hier geht es darum, diesen Zeitraum drastisch zu kürzen. Vielleicht auf wenige Tage, vielleicht sogar auf Stunden. Von Echtzeit möchten wir noch gar nicht reden. Bei dem Verwundbarkeitsmanagementsystem, die zweite Achse in diesem Abstraktionsblock, geht es darum, wie soll ich etwas verteidigen im SOC, wenn ich meine Angriffsfläche nicht kenne? Ich muss wissen, wo habe ich welche Verwundbarkeiten und das in Echtzeit. Ich muss doch wissen, wenn ich eine Quelle und ein Ziel habe und dazwischen einen Angriff, den durch meine Sensorik erkenne, bin ich überhaupt verwundbar, genau an dieser Stelle für diesen Angriff. Wenn ich das nicht weiß, werde ich meine Personalressourcen verpulvern. Darum gibt es hier Tools. Wir sind auch in Halle 9 da drüben, können sich alles live anschauen. Wir haben das im Demo-Lab hier. Es gibt Software, die macht diesen Job für mich. Jetzt in den Part rein, in den 3 Minuten, die wir noch haben, die Organisation, mein Missionsauftrag hier heute. Es sollte klar werden, dass in einer Querschnittsfunktion eines SOC es keinen Sinn macht, das den Netzwerkern oder den technischen Security-Menschen zu geben, die vielleicht die Firewall administrieren. Die Fragestellung, wer ist eigentlich verantwortlich für das SOC, das muss von möglichst weit oben kommen. Das ist auch für mich logisch, denn ich muss die Logs analysieren von den Windows-Servern, von den Linux-Maschinen, von den Applikationen. Sie werden da als Firewall-Admin zwangsläufig an Hierarchiegrenzen stoßen. Was machen Sie denn, wenn Ihr Firewall-Team losläuft, dass jetzt ein SOC aus dem Boden stampfen soll und der Servermann sagt, nee, ich lasse dich nicht an meine Logs, das geht dich gar nichts an.
ich habe Datenschutzbedenken oder was auch immer da für ein Schattengefecht dann auftritt, dann haben Sie wieder die ganze Führungskräfte mit im Boot, die versuchen, diesen Konflikt zu lösen. Das macht keinen Sinn. Es hat sich in der Vergangenheit, weil wir viele SOC-Projekte auch beraten und zum Ziel geführt haben, es hat sich aus der Vergangenheit herausgestellt, es macht Sinn, möglichst weit oben den SOC-Sponsor aufzuhängen. Das kann der Informationssicherheitsbeauftragte sein in seiner Vertretung der Geschäftsführung, der CISO, wer auch immer. Aber bitte, die SOC-Mission ist eine, die ganz oben aufgehängt wird. Bitte beschreiben Sie die SOC-Mission sehr eindeutig. Ein Satz im Sinne von, ja, Cyberrisiken entdecken und abstellen ist da nicht ausreichend. Da darf man ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, um auch genau die Grenzen eines Security Operations Center auszuloten. Sie werden in Konflikte hineinlaufen. Ein SOC hat auch eine gewisse Macht. Wenn ich feststelle, da hinten ist ein Server, der muss jetzt unbedingt gepatcht werden und es kommt die Gegenwehr aus dem Operations-Team, ich habe da keine Zeit oder ich kriege vom Change-Manager keine Reboot genehmigt oder, der möchte von mir noch 3 Tage Staging sehen vorher, dann haben Sie Konflikte zu lösen. Diese Konflikte können Sie nur lösen, wenn die Mission eindeutig beschrieben ist und Sie einen Sponsor haben. Die Frage nach den Stakeholdern, ganz interessant, will ich dem ISB glücklich machen mit ganz viel Reporting oder geht es darum, wirklich operativ Sicherheit zu erzeugen oder ist es vielleicht sogar beides? Möchte ich das Risikomanagement in meinem Unternehmen einbinden? Da gibt es ganz viele Governance-Stellen, die sehr wohl ein Interesse an einem SOC haben. Ein Hinweis, Incident Response. Das Killer-Argument ist, das ist doch alles viel zu teuer und Hacker schlafen ja nicht nachts. Ich muss 3-Schicht-Betrieb organisieren, mal kurz den Taschenrechner angeworfen, das kann ich mir nicht leisten. Wenn ich vorhin sage, im Durchschnitt dauert es 192 Tage, bis wir eine Attacke entdecken, dann mache ich mir diese Diskussion um samstags oder sonntags, die kann ich dann tatsächlich mal weglächeln und sagen, da kümmere ich mich später drum. Wenn ich von 192 Tagen Response-Time auf 3 Tage runterkomme, ist das ein Schritt nach vorne. So ehrlich sollten wir sein. All diese Fragen sind politisch, müssten in der Hierarchie gelöst werden und gehören nicht ins Firewall-Team. Letzte Hinweise dazu. Ich empfehle, eine eigene Organisation zu schaffen. Und wenn es ein gestricheltes Kästchen als Stabsstelle ist, das ist das SOC, was berichtet vielleicht an den Informationssicherheitsbeauftragten, hat sich als gut erwiesen oder im Risikomanagement aufhängen. Es ist einfacher, ein neues Feld zu bestellen, als einem bestehenden Team weitere Streifen auf die Schulter zu tun. Aufwand und Kosten des SOC balancieren, das sollte sich an einer Risikoanalyse orientieren, das ist, glaube ich, klar. Und die Gewaltentrennung wahren. Ein Firewall-Admin, der mit dem SOC seine Firewall-Konfiguration selber kontrollieren soll, kommt auch in Interessenskonflikte. Das macht keinen Sinn. Letzter Hinweis, die Uhr steht nämlich auf Null. Es macht absolut Sinn, das SOC in 2 Scheiben zu schneiden. Bilden Sie Tier-1-Analysten mit einem guten Grundlagen-Know-how. Selbst das ist schwierig und sehr teuer. Die können Sie in den Schichtdienst treiben. Und Tier-2-Analysten sind vielleicht ausgebildete Forensiker. Die sind sehr, sehr selten und sehr, sehr teuer. Und die ziehen Sie nach Bedarf. Überlegen Sie, ob Sie Tier-1 vielleicht einem Dienstleister geben und Tier-2 selber machen. Bei dem einen kann es ein SLA sein, bei den anderen Abrufkontingenten. Machen Sie Maßschneidern. All diese Beratungen, all diese Informationen hinten in der Halle würden wir uns sehr, sehr freuen, mit Ihnen in Diskussion einzusteigen, bevor Sie alle Fehler nochmal machen, die wir auch gemacht haben. Vielen Dank.